Und das lerne ich, Mädchen. Das merkst du. So, Patch 2.0 ist da. Jena Soma, wie man im Hintergrund schon erkennen kann. Ein sehr, sehr schönes neues Gebiet von Genshin Impact, das ich wahnsinnig feier, wunderschön, sehr viele gute Rätsel, ist praktisch wie eine kleine Spielwiese, überall gibt es irgendwelche Kleinigkeiten, die man entdecken kann und entdecken sollte, weil es sehr viel bringt, es gibt sehr viel Loot, sehr viel Urgesteine, sehr viel Kisten, sehr viel Talentbücher, sehr viel Erz, es gibt einfach, also alles, was das Herz begehrt eigentlich, von dem her absolut empfehlenswert. Macht sehr viel Spaß. Ich habe es zu 100% schon durch, aber ja, in dem Video würde ich jetzt einfach mal zeigen, welche Secrets es noch gibt. Und hier kann man jetzt schon mal erkennen, wenn ich aus der Karte rausgehe, sieht man hier die große Teleporter. Falls man noch nicht komplett angefangen hat mit den Inazuma, würde ich empfehlen, dass man diese Teleporter zuerst holt, diese drei Stück, damit man die ganze Karte einfach schon mal aufgedeckt hat, weil wenn du den Teleporter noch nicht in der Karte aktiviert hast, dann sind die Bereiche praktisch komplett schwarz. Und um das zu umgehen und sowieso hat man hier noch diverse Quests, die man erledigen muss. Also praktisch nicht erst ein Gebiet erkunden und dort die Quests machen, weil wenn man hier eine Quest annimmt auf der ersten Insel, kann es sein, dass man auf die zweite Insel muss oder auf die dritte. Und auch die Main Quest, die geht praktisch über alle Inseln hinweg, genauso wie die Events, die sind auch überall auf jeder Insel und da die zeitlich begrenzt sind, auf jeden Fall meine Empfehlung, zuerst diese drei Teleporter aktivieren. Kleine Tipps und Tricks gibt es hier auf der Insel wahnsinnig viele. Ich würde mal probieren, die wichtigsten aufzugreifen, die mir praktisch am Anfang ein bisschen gefehlt haben. Und zwar gibt es der erste Punkt hier auf der Insel Jinren oder Jinren, kann kein Chinesisch oder was auch immer das ist. Wahrscheinlich nicht, weil sonst wären Symbole, aber kann dazu sagen, hier drüben gibt es diverse Schlüssel, die eigentlich relativ einfach aufzufinden sind. Bis auf einen einzigen, da war ich echt lange am Knobeln und witzigerweise ist mir dann einfach per Zufall der Schlüssel praktisch entgegengesprungen. Und das will ich jetzt für jeden, der das nicht per Zufall rausfindet oder nicht Kasua hat, ich jetzt mal ganz kurz zeigen, wo sich der Schlüssel für dieses Gefängnis hier befindet. Also hier drin ist ein NPC, da gibt es auch eine Questline dann danach, der auch relativ wichtig ist, hat auch mit den antiken Symbolen zu tun, die man einsammeln kann, die drei Stück. Aber ich würde jetzt da nicht zu viel spoilern. Auf jeden Fall gibt es hier drin jemanden, den man freilassen muss, den kriegt man aber nur frei, wenn man einen gewissen Schlüssel hat und den gibt es auf einem von den Bäumen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es der hier oder der hier war. Jedenfalls habe ich gegen irgendjemanden gekämpft und dann praktisch Kasua benutzt und dann hier das gemacht. Und dann hat es hier oben irgendwo angezeigt, hey, hier ist ein Metallschlüssel und dann, dadurch habe ich ihn gefunden. Auf jeden Fall sehr wichtig, sehr wichtiges Item. Jeder, der das praktisch sich selber fragt, da gibt es den Schlüssel dafür. Weiter geht's, Tipp Nummer 2. Und zwar hier, kann ich gerade vielleicht nochmal schnell zeigen, hier auf der dritten Insel findet man relativ viele Blitzschwerter. Ich blende auch hier gerade mal schnell eine Karte ein. Für die Locations dafür. Genau, und zwar gibt's hier jeweils solche Schwerter. Meine sind nicht mehr mit Blitz betroffen, weil ich das Rätsel praktisch schon gelöst habe. Und zwar, wenn die noch mit Blitz behaftet sind und man dann hingeht hierhin und mit denen interagiert, dann kommt ein Blitz von oben und fügt einem Schaden zu. Um das zu vermeiden, kann man praktisch hier diese Dinger beschwören, da hingehen, dann mit dem Schwert interagieren und danach passiert nichts.
Also man bekommt keinen Schaden, aber ein Gegner spawnt. Den muss man besiegen und danach ist das Blitzschwert praktisch nur noch ein normales Schwert, so wie hier. Dann gibt es ein spezielles Lichtschwert noch. Da habe ich auch lange überlegt, was das soll oder wie das geht. Habe es nicht kapiert. Bis ich dann per Zufall hier ein bisschen rumgelatscht bin und dann dieser komische Waschbär gespawnt ist, der es in Inazuma gibt. Kann mal ein Bild von ihm einblenden. Auf jeden Fall, ja, gibt es den hier und der spawnt praktisch hier ein paar Mal. Warte mal, ich habe ja auch ein Video von dem, glaube ich. Da gibt es ein Video. Da ist schon wieder einer. Ich knall den nicht ab. Wo schaut's hin? Da hinten. Wird der zum Schwert? Da hinten. Wirst du zum Schwert und geht dann die Truhe auf. Er wird zum Schwert. Ha. Yeah, sehr gut. Auch gelöst. Unglaublich. Auf jeden Fall eigentlich ganz easy. Der Waschbär spawnt. Da muss man denen ein bisschen folgen und als letztes wird er dann hier praktisch ein Schwert und dann kann man die Truhe looten. Das ist praktisch unabhängig von den anderen Schwertern eins von zwei Rätseln, das ein bisschen komplexer ist. Genau, das zweite Rätsel, beziehungsweise die zweite etwas komplexere Art von den Schwertern findet man hier. Hier gibt es auch wieder fünf Schwerter in einem Kreis oder sechs Stück sogar. Das sind sechs Stück. Und zwar diese Schwerter haben auch etwas mit dem Rätsel zu tun. Ole, ole. Und zwar ist hier eine Selje. Ich glaube sogar bei diesem Schwert. Und diese Selje rast dann praktisch zu jedem Schwert einmal. Und da muss man sich die Reihenfolge merken und diese dann praktisch ablaufen. Jetzt ist es aber so, dass man natürlich auch hier wieder diesen Elektroblock braucht, sag ich mal. Und dann dementsprechend zu jedem Schwert laufen muss, in der Reihenfolge, die die Serie vorgibt. Ganz wichtig. Nicht dieses lilane Ding vergessen, weil sonst zählt es nicht. Und ich glaube, das macht er zwei oder dreimal. Also muss ich zwei oder drei Kombinationen merken und es danach laufen. Und dann ist das Rätsel auch gelöst. Und dann hat man die Schwerter auf jeden Fall schon mal abgefrühstückt. Was auch noch ist, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder ob das so von Genshin gewollt ist. Auf jeden Fall gibt es hier ein Schwert und das war bei mir zur Tageszeit nicht da. Nur nachts. Also da kann man vielleicht auch darauf achten, dass man da mal nachts hingeht und die Schwerter abklappert. Da gibt es vielleicht das ein oder andere Schwert, was man. Also es war komplett weg. Also es war nicht. Also ich hätte es ja verstanden, wenn da kein Blitz dran gewesen wäre, aber es war komplett weg. Habe ich nicht verstanden, aber es war so. Dann geht's weiter. Und zwar die zweite Insel. Also nicht diese kleine Popelinsel hier, sondern diese zweite mit dem zweiten großen Teleporter. Da gibt's Bäume. Und zu denen gehen wir jetzt mal, nachdem wir hier waren. So, jetzt ist wieder normal. Sehr gut. Und zwar diese hier. Davon gibt es auch, ich glaube, fünf Stück. Zeige auch gerade mal hier die Karte. Genau. Und hier muss man den Elementarblick machen. Dann taucht hier irgendwo im Umkreis dieses Baumes ein grüner Fleck auf und den muss man schlagen. Schlagen und danach so ein Diamant mehr oder weniger einsammeln. Also der erste Elementarblick. Dann dieses grüne Ding schlagen und dann den Diamant einsammeln. Und das muss man, glaube ich, drei oder viermal machen. Und dann hat man da die Bäume, wie man es so bei mir sieht, mit so schönen Blüten. Gut, wirklich schön ist der Baum nicht mehr, aber schöner als davor. Nicht mehr total in Blitz gehüllt, sondern einfach ein normaler Baum mit Blüten. Und
Das kriegt man dann praktisch bei den 5 Bäumen. So, dann ist auch eine Questline. Ich weiß nicht, ob man es davor schon machen kann, bevor die Quest getriggert ist. Aber auf jeden Fall, wenn irgendjemand Probleme damit hat, einfach mal probieren. Elementarblick, das grüne Ding am Boden anschlagen und den Diamanten einsammeln. Ich nenne es einfach mal Diamant. Also, das ist so ein Ding, wo es schwebt. Also, ein Diamant, ein schwebender Diamant halt. So, Tipp Nummer 4. Es gibt auf jeder Insel zwei kleine Timmies, nenne ich sie immer. Da gehen wir jetzt mal zu einem hin, exemplarisch. Ich verlinke auch gerade mal noch schnell in der Zwischenzeit die Karte. Mit den Locations von dem Typ. So. Und zwar ist das so ein kleiner Dude mit einem kleinen Ball. Da hinten schimmert schon, kann man ihn schon sehen. Da steht er, der kleine Frechdachs. Und der versteckt den Ball. Und das muss man dreimal wiederholen. Wenn der den Ball versteckt. Hallo, ich bin kleiner Timmy und ich. Temari heißt das Spiel. Und ich will Temari spielen. Genau. Also Hide and Seek praktisch nur mit dem Ball. Dann kriegt man unten so eine Anzeige, wie viel Meter man vom Ball entfernt ist. Und je nachdem, in welche Richtung man rennt, wird die Anzahl entweder kleiner oder größer. Also man entfernt sich von dem versteckten Ball oder man kommt näher. Und dementsprechend muss man die Rätsel dann lösen. Das muss man dreimal bei jedem Timmy machen. Und wenn man das gemacht hat, dann schwebt der Ball rechts neben ihm. Das heißt, jeder, der ihn einfach so entdeckt, da schwebt der Ball nirgends rum, sondern der taucht erst auf, wenn man ihn anspricht und dann halt in einem Versteck, wo man ihn suchen muss. Genau, und das ist Tipp Nummer 4. Dann gibt es noch Kisten, die wieder spawnen. Das können wir für uns vielleicht auch mal gerade kurz angucken. Und zwar gibt es hier eine. Und zwar spawnen die über Tage hinweg. Immer wieder. Bis auf heute. Heute habe ich ein. Heute schaut dann irgendwann. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Auf jeden Fall. Hier gibt es einen Schrein. Dieser Schrein kann man dreimal anklicken und dann kommen drei so Elektrobälle raus. Eins, zwei, drei. Also müssen dreimal anklicken. Dreimal für drei Elektrobälle. Rechts nebendran ist ein kleiner Samurai, der eigentlich auch relativ groß ist. Den muss man auch noch anquatschen und dann muss man einen Tag vergehen lassen. Und das muss man, glaube ich, 3 oder 4 Mal machen. Und jedes Mal kommt hier eine Kiste. Bis zum letzten Tag. Da passiert dann was ganz Besonderes. Das kann man sich dann mal anschauen. Genau. Dann so eine ähnliche Kiste gibt es da drüben nochmal. Die ist auch markiert auf der Karte bei mir, weil da habe ich noch nicht rausgefunden, wann da das Ende erreicht ist für das Ding. Und zwar kann man hier rüber. Und hier gibt es so einen Korb. Und diesen Korb kann man, wie man hier schon sieht, befüllen. Diesen Bambuskorb. Und das jeden Tag. Und jeden Tag kommt dann hier wieder eine Truhe, die kann man looten. Gibt, glaube ich, 5 oder 2 Urgesteine. Was ja eigentlich nicht so verkehrt ist, weil das kann man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man überlegt, dass die Tagesquests auch nur insgesamt 40, beziehungsweise wenn man sie dann abgibt, 60 Urgesteine geben. Das sind 5 Stück. Doch relativ ansprechend und würde ich machen. Ich bin mal gespannt, wie oft das noch geht. Ich vermute sehr stark, dass das der letzte Tag ist, aber man wird sehen. So, dann hier dieses schöne Gebiet. Das hat es mir auch echt angetan. Also, das ist praktisch die zweite Insel. Hier in der Mitte, da gibt es so einen, der Hochofen heißt der, glaube ich, der hier in der Mitte irgendwo schwebt. Auf jeden Fall ist das ganze Gebiet elektrifiziert und zieht konstant Leben ab. Also ein enorm lästiges Gebiet. Also echt richtig, richtig nervig. Und hier gibt es da unten irgendwo so ein Metallgitter, für das man 3 Schlüssel finden muss. Die ersten zwei spoilere ich jetzt nicht, weil die sind eigentlich relativ einfach zu finden, wenn man das erkundet. Aber der letzte, der ist echt ein bisschen kniffliger. Und zwar muss man hierfür dieses Ding aktivieren. Ich nehme mal Barbara, weil ich Barbara total geil finde. Die ist mega strong.
Nee, die passt halt gut ins Team. Und die hat jetzt gerade viel HP, deswegen nehme ich die. Und zwar hier hinten am der Welt. Da findet man noch eine Kiste, wo der Schlüssel drin ist. Der dritte, der mir gefehlt hat. Da habe ich auch lang suchen müssen, bis ich den gefunden habe. Weil der ist total pingelig versteckt da hinten drin. Zwischen den Gemäuern da hinten drin, da ist eine Kiste mit dem dritten Schlüssel. Den Rest findet man bestimmt so, wenn man erkundet, aber der ist echt ein bisschen fies, deswegen habe ich den auch mit aufgenommen in die Secrets. So, noch ein kleines Geheimnis, wo man eventuell drauf kommen könnte, ist aber auch ein bisschen versteckter. Und zwar habe ich mir hier, nicht erschrecken, mal so einen Teleporter hingemacht, weil das ist eine relativ hohe Stelle, dann kann man immer überall hinfliegen hier in dem Dorf, sage ich mal, hier in dem da. Warum knischt das denn hier? So, again, sorry, da hat Genshin einfach geknischt die ganze Zeit. Es war wohl ein kleiner Bug. Aber das soll ja nicht eure Sorge sein. Deshalb weiter im Text. Hier hinten bei dem Elektrosymbol auf diesem Haus, da gibt es auch nochmal eine legendäre Kiste, die man auch abgreifen kann, hier auf dem Steg. Ja, die lohnt sich auf jeden Fall. Hat übrigens auch, der kleine Timmy hat jedes Mal eine legendäre Kiste am Start, bei jedem Ding, ne? Also sechsmal eine legendäre Kiste für die Little Timmy Quests. Da war ich auf jeden Fall mit dabei. So, und dann gibt's noch ein kleiner Tipp zu Ayaka, wenn ich zurück aus dem Himmel komme. So, und zwar Ayaka. Und zwar, wenn man Ayaka gepult hat, dann kann man hier so einen kleinen Dash machen und danach hat sie Eisschaden. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß, deswegen sage ich es jetzt einfach mal. Hier ist das Eisschaden, purer Eisschaden. Normalerweise hat sie Physical. Aber wenn man kurz in den Boden reintaucht, dann wird es Eisschaden. Es hält auch nicht wahnsinnig lang. Deswegen, was sehr gut bei ihr funktioniert, man taucht kurz ab, hoch und dann macht man Charge. Der ist auch relativ weitläufig, also der trifft relativ viele Gegner. Und das ist auch eigentlich die Art und Weise, wie man sie spielen sollte. Das heißt, hier runter und dann den Charge, der macht auch wahnsinnig viel Schaden. Dafür, dass das nur Level 5 ist oder so bei mir im Talente, macht der schon 10.000 Schaden. Ja, jetzt ist er natürlich tot, weil ich zu viel mit ihr gespielt habe. Auf jeden Fall kann ich es empfehlen. Wenn das Talent hochgestuft ist, dann macht die da mit einem Hit halt 20.000 oder so. Also das war Ayaka mit Level 5 Talent auf Standardangriffe und Level 72, weil ich im Moment keine Bücher habe. Ja, auf jeden Fall kann ich das noch zum Abschluss empfehlen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.